Und sonnige Frühlingsgrüße aus dem Äther, hier aus dem Süden Bayerns, besser gesagt Münchens genau. Und ich grüße Sie an dieser Stelle zum heutigen JFT Live Trading TV am Nachmittag 15:25. Wir schauen auf die US-Märkte, die hier schon wieder stark in den Tag starten. Und das ist Grund genug, uns hier mal dem Markt näher zu widmen. S&P 500, beginnen wir mal kurz damit, bevor wir uns der Headline, nämlich dem Nasdaq 100 Index zuwenden. Hielt sich hier im Prinzip an den gestrigen Fahrplan. Wir haben hier die Unterstützung bei 2085 Punkten bereits verteidigt, sind hier stringent nach oben gelaufen und jetzt sind wir hier, und da können Sie sich an dem schriftlichen Check im JFD Livestream orientieren, hier im Widerstandsbereich 2105 Punkte, 2100, 2105, das ist hier diese Zone, die man hier durchaus noch ein Stück weit ausdehnen kann, aber hier direkt der Bereich um 2105 Punkte ist hier ganz, ganz wichtig, gerade auf Stundenbasis. Sie sehen es hier, Ende Februar war das ein ganz markantes Support-Level, dann hier mit der Korrektur oder mit dem Korrekturausbau im März, Anfang März wurde dieses Level knapp bestätigt, hier mit diesem Hoch vom 5.3. und dann hier nochmal vom 6.3. vorbörsliche Indikation, wo bemerkt, das ist die JFD 24-Stunden-Indikation, läuft also durch sozusagen. Hier der Fed-Event, es ging genau an dieses Level, Rücksetzer, jetzt dann hier wieder der Auftrieb und genau hier stehen wir jetzt. Hier sind wir praktisch gerade wie ein Stück weit festgenagelt, nichtsdestotrotz ganz wichtig, ich zeige Ihnen direkt nochmal den Chart vom Stream, hier muss der Index natürlich jetzt raus. Also wenn wir den Tag heute so beenden, dann gehen wir mehr oder weniger mit einer Pattsituation in die nächste Woche und da kann dann letztlich wieder alles passieren. Wenn wir uns hier über 2105 Punkte rausarbeiten, 2010 etwa, ja, das wäre hier durchaus noch drin, warum denn nicht? Dann wäre hier ein Daily Close oberhalb dieses Niveaus durchaus positiv zu sehen, sodass dann hier mit Blick auf die kommenden Tage durchaus weitere Zugewinne bis hier zum Bereich 2150, 2125 möglich wären und der Index dann hier innerhalb dieses ja sauber ausgebildeten Aufwärtstrendkanals dann entsprechend weiter nach oben streben kann. S&P 500, US-amerikanische Märkte hier wieder am Aufwind. Schauen wir uns das auch kurz im großen Bild hier beim S&P 500 an. Die Divergenz herrscht nach wie vor. Aber wir haben hier markante höhere Tiefpunkte markiert, das lässt sich nicht bestreiten und hier mit dem Tief aus der vorangegangenen Woche sehen wir jetzt hier die aktuelle Woche, die sich hier höchst bullisch kennzeichnet und auch hier deutet vieles auf einen Lauf in Richtung 2150, 2165 Punkte sogar hin, dann wären wir hier wieder an dieser oberen deckelnden Trendlinie des sich ausdehnenden Dreiecks, da muss man dann natürlich sehen, was passiert, wenn wir hier oben ankommen, grundsätzlich aber hier die höheren Tiefpunkte, die höheren Hochpunkte, der Markttechniker freut sich, wenn er sowas sieht. Das sieht hier ganz sauber nach einer Trendbewegung aus und das eben auf Wochenbasis. Das heißt, hier ist übergeordnet der Bulle voll in Fahrt. Schauen wir uns allerdings jetzt mal den Nasdaq 100 an. Was hat es mit dem auf sich? 0,75% sind wir vorne. Der ist technisch gesehen schon wesentlich stärker unterwegs. Schauen wir uns das kurz hier im Stundenchartintervall an. Hier sind wir schon ein Stück weiter als der S&P 500. Wir haben hier schon diverse Abwärtstrendlinien gebrochen. Auch hier der Ausbruch in der vorbörslichen Indikation heute Mittag ging es schon raus, hier in den Widerstandsbereich 4455, 4460 Punkte. Da hängen wir jetzt aktuell fest. Wenn wir hier nicht groß zurücksetzen, dann sieht es gut aus, dass wir direkt weiter Auftrieb erfahren könnten. Ansonsten oszillieren wir jetzt seitwärts, Schrägstrich, machen vielleicht ein Pullback in Richtung 4440 Punkte oder 4435. Das ist jetzt hier ein ganz signifikantes Support-Level. Grüne Zone, hier sollte er definitiv jetzt nicht mehr zurückfallen unter 4435 Punkte rund. Wichtiger Support, wichtiges Level. Dort, wenn sich der Index drüber behält, stehen die Chancen dann gut, dass er direkt weiter steigt, beziehungsweise wenn er ein Pullback hier in diese Richtung startet, dass er eben dann hier wieder auftritt. Gut, Fibonacci müssen wir ein Stück weit anpassen. Ich würde jetzt sogar direkt so weit gehen, dass wir hier das an den Fed-Event vom 18. direkt anlegen, das Low, um das neue Hoch und das letzte Tief sozusagen zu erfassen. Und da wird auch deutlich, Moment noch ein Stück weit genauer, da wird deutlich, dass wenn wir uns das hier im kurzfristigen Chartintervall anschauen, der Index hier jetzt zwischen, oder die Zone von 4435 Punkten zwischen dem 23.6 und 28.2 Fibonacci Retracement liegt. Und sollte der Index wirklich hier zurückkommen, wäre das eine frühestmögliche Chance, direkt wieder aufzutreten. Nasdaq 100 Index, wie gesagt, sehr, sehr gut im Setup. Da sehen wir jetzt hier auch auf Tageschartbasis. Hier haben wir den Ausbruch eben bereits schon am Mittwoch vollzogen mit dem Hype der Fed den Tag drauf, Donnerstag ein bisschen ruhig und heute direkt die Anknüpfung an eben dieses Niveau. Es deutet sich an, dass wir hier das Mehrjahreshoch, was hier in der Indikation bei 4482 Punkten lag, touchieren
um dann hier letztlich auch das 61.8er Fibonacci-Level dieses Projektionimpulses sozusagen nachzuvollziehen. Auch hier nochmal so einen Konsolidierungsimpuls, der hier mit dem Ausbruch nach oben aufgetragen wurde. Das passt hier alles gut ins Bild. Also Niveaus von 4.545 Punkten sind hier durchaus notwendig oder möglich. Und wenn der Index dort oben angekommen ist, dann spricht mittelfristig viel dafür, dass es dann auch, und da zoomen wir uns ein Stück weit raus aus dem Tagesschart, hier weitere Aufwärtsimpulse sehen, die bis in den Bereich von 4.816,35 Punkte reichen dürften. Warum dieses Niveau? Das zeige ich Ihnen jetzt im großen Bild zum Nasdaq 100 Index. Hier ist er. In der Beschau seit den 90er Jahren, hier im Jahr 2000, wurde genau an diesem Level März 2000 das Niveau von 4.816,35 ausgebildet. Und das ist hier durchaus ein Ziellevel. Und Sie sehen sehr schön hier im logarithmischen Chartintervall beim Nasdaq 100 Index auf Monatsbasis, wie sauber wir hier in diesem großen, breiten Aufwärtstrendkanal uns nach oben arbeiten. Sicherlich, wir nähern uns jetzt hier mehr und mehr dieser oberen Trendlinie, die hier schon in den Vorjahren immer wieder auch für eine gewisse Ernüchterung sorgte. Das gilt es natürlich dann zu beachten, wenn wir diese touchieren. Die wäre aktuell im Bereich 4.616 Punkte etwa. Das heißt, der Index hat hier noch deutlich Spielraum nach oben auszubrechen. Schrägstrich im nächsten Monat verschiebt sich das natürlich immer ein Stück weit höher. Und warum denn nicht hier möglicherweise im Juni, Juli dieses Niveau von 4.816 Punkten erreicht zu haben? Schrägstrich, dass der Nasdaq 100 eben dann auch neue Höchststände markiert, wäre hier zumindest im Sinne der Bullen sicherlich erreichbar. Was aber faktisch dafür passieren muss, ist natürlich, dass die Fed hier weiterhin mit ihren Aussagen zur Zinsentwicklung in den USA Zurückhaltung übt. Faktisch wäre nämlich hier möglicherweise eine Anhebung im Juni oder direkt das Statement, dass es im Mai, Juni dazu kommen könnte, hier sicherlich Anlass dafür, dass wir dann hier stärkere Rücksetzer sehen dürften. Wenn diese kommen, sehen Sie aber hier im großen Bild, im Big Picture vom Nasdaq 100 Index, dass dieser hier einerseits bei rund 4.100 Punkten sehr gut abgesichert ist, aber andererseits auch, wenn es denn hier stärkere Rücksätze geben sollte, es dann hier diese untere Trendkanallinie gibt, die eben hier gespickt mit mehreren Auflagepunkten durchaus ihre Relevanz genießt. Und dann könnte es, sofern es denn hier eine starke Korrektur gäbe, hier durchaus zu einem Test dieser Linie kommen, was im ersten Moment sicherlich dann nach einer starken Korrektur riecht, aber im großen Bild, im Big Picture vom Nasdaq 100 Index eben hier nichts weiter als eine Konsolidierung wäre. Denn sehen Sie, wie der Index hier sich seit dem Tief 2009 emporgearbeitet hat und interessant eben auch hier, dass wir die Tiefs aus 2003 nicht unterschritten haben. Hier generell eben der Technologiemarkt mit einem positiven Bias und jetzt ist eben die Frage, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Sieht aber jedenfalls ganz konstruktiv aus. Die Bullen haben hier weiter das Zepter an der Hand und insofern gilt es weiterhin, den Bullen zu reiten, solange es geht. Sicherlich auf den aktuell hohen Niveaus ist immer die Frage des Einstiegs gegeben, aber es sieht eben weiterhin bullisch aus und daran ändert sich nun mal erst was, wenn es hier tatsächlich die Zinsschraubendrehung in den USA geben wird. In dem Zusammenhang, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein sonniges Frühlingswochenende. Wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder beim JFD Live Trading TV. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.